So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir sind aus der Kanalisation rausgekommen, wir sind gerade, schauen uns das erste Viertel an. Okay, ja, ich habe jetzt kein Interesse daran, das alles auszurauben, weil wir halt auch noch nichts tragen können. Ah ja, die Arena. Kann ich das anklicken? Ich muss unbedingt noch mal gucken, ob man hätte seinen Charakter optisch verändern können. Also man kann ihn verändern. Ich oh. Okay, man könnte hier schon ein bisschen was aufgabeln und an die Händler verkaufen, gell? So ist es nicht. Und da es weiß markiert ist, bedeutet das, dass man das auch darf. Das ist nämlich so der Punkt. Hier, wenn die Truhe weiß ist, dann kann man es mitnehmen. Okay, durchsuchen wir doch einfach. Scheiß drauf, wir untersuchen einfach alles. Viel können wir nicht mehr tragen, deswegen sollten wir uns auf die wichtigsten Dinge beschränken. Aber eine Reparatur haben wir nämlich natürlich gern mit. Ich glaube, hier war auch noch... Nee, nicht das. Der Stoff ist relativ wertvoll. Also für halt so Ramsch. Dann lasst uns doch gleich mal hier reparieren. Okay. Ja, ihr seht, auch sowas kann passieren. Auch sowas kann passieren, wenn man einen Reparaturhammer nutzt. Ist noch einer, sehr schön. Ja, wäre nochmal Stoff, aber den können wir nicht mehr tragen. Noch einen Reparaturhammer und nochmal Stoff. Schön. Scheiße. Scheiße. Okay. Kaiserlegionsbüro. Büro. Ist zum Essen. Ja, Freunde. Also die Dragon's Dogma bei mir gesehen haben, die wissen ja, wie ich so spiele. Wir werden natürlich alles durchsuchen. Ist vollkommen klar. Ich werde es natürlich schon irgendwie so ein bisschen abwechslungsreich machen. Also wir fangen jetzt nicht an, hier die komplette Kaiserstadt auf den Kopf zu stellen. Dafür fehlen uns auch die Fertigkeiten, wenn wir zum Beispiel Leute ausrauben wollen etc. Aber ich werde schon hier versuchen, möglichst alles mal erkundet zu haben. Und je nachdem, wie uns die Laune ist, auch möglichst viele Orte irgendwann ja, da einzubrechen. Gut, das ist auch eine kaiserliche Wache. Ich brauche jetzt hier nicht mit jeder kaiserlichen Wache, ja, nee, gerade nicht, zu reden. Ich höre euch zu, Bürger. Zur Bastion. Nochmal Bastion. Achso, das ist zu. Und das darf man auch nicht öffnen, das seht ihr an dem roten Türchen so. Also durch den Haupteingang dürft ihr gehen, aber durch den anderen nicht, der ist verschlossen. Können einfach mal einen Zauber hin und wieder wirken. So erhöhen wir unsere Fertigkeiten, können später auch bessere Zauber durchführen. Ist es an Ziel? Okay. Den müssen wir unbedingt mal ausprobieren. Ich glaube, dass es ganz gut ist. Ich glaube, dass es auch ziemlich stark ist, aber ja. Was ist da hinten? Khajiit. Die sagenumwobenen Diebe und Händler aus Elsewhere? Oder? Oder vertue ich mich da? Ja, wir dürfen uns in seinem Zeug bedienen. Das ist doch großzügig. Dann nehmen wir auch gleich das Gold. Das ist doch schön. Wie geht es euch? Großartig. So viel Euphorie. Mir geht's großartig. Gehen euch meine Angelegenheiten etwas an? Nein. Ich hoffe, es lohnt sich. So, jetzt passt auf.
Bei jedem Überzeugungsversuch müsst ihr bewundern, prahlen, witzeln und nötigen. Jede dieser Aktionen hebt und dämpft die Stimmung des NPC. Macht nicht zu lange, denn die Stimmung des NPC sinkt beständig. Das ist so ein Minigame, das haben sie leider aus Skyrim rausgenommen. Ich finde das sehr geil. Und zwar ist es so, wir starten das Spiel, also entweder bestechen wir ihn und hier sehen wir, okay, nochmal von vorn, viel zu viel Gehaspel. Hier sehen wir, wie sehr uns der Kollege oder die Kollegin mag. 30 von 100. Wir können sie bestechen und es dadurch steigern mit Gold. Oder wir starten dieses Spiel. Das heißt, wir finden heraus, welche dieser Effekte den besten Effekt hat. Boah, wie erkläre ich das? Es gibt, glaube ich, immer zwei Dinge, die positiv sind und zwei negativ. Das ist aber random. Und mit jeder Runde ist es so, dass es ein Feld gibt, das einen unglaublich großen Impact hat und eins, das einen unglaublich niedrigen Impact hat. Und die anderen zwei befinden sich dazwischen. Das werdet ihr gleich sehen. Ich zeig's einfach mal. So. Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPCs die entsprechende Reaktion. Es wird jede Aktion entweder lieben, mögen, nicht mögen oder hassen. Ah ja, das sind die Unterschiede. Seine Stimmung wird besser bei einer Aktion, die er liebt oder mag, oder sinkt bei einer Aktion, die er nicht mag oder hasst. Ja. Der mögliche Gewinn oder Verlust für jede Aktion hängt von eurer Überredenskunst ab und davon, wie voll der Keil ist. Versucht, die volleren Keile zu wählen, wenn sie zu Aktionen gehören, die dem NPC gefallen. Wählt weniger volle Keile, wenn sie zur Aktion gehören, die er nicht mag. Ist eigentlich besser erklärt, als ich sie hätte machen können, oder? So, let's go. Hier. Nicht schlecht. Ach. Ihr habt meine Bewunderung. Sehr beeindruckend. Ihr braucht gar nicht versuchen, mir Honig ums Maul zu schmieren. Ich glaube, er mag witzeln und prahlen, oder? Ihr habt meine Bewunderung. Sehr beeindruckend. Und jetzt nötigen... Nichts als leere Worte. Habt ihr gesehen? Da den großen... Das ist ziemlich gut. Und da die Kleinen. Jetzt haben wir es verbessert. In der Zukunft. So. Zack. Faszinierend. Ja, es ist bitter. Nicht schlecht. Was für ein Unsinn. Welche Abenteuer. Wie. Das ist. Was für ein Unsinn. Ist ja alles kacke nicht hier. Nicht schlecht. Erzählt mir. Mein. Ach. So komme ich nicht voran. Ihr braucht gar. Mein. Sicher? Wie okay. Niedlich. Und weiter geht's einfach nicht als 42. Das ist nicht schlecht. Aber wir haben schon mal seine Meinung etwas verbessert. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Jibana? Wenn ihr mehr über leichte Rüstung lernen wollt, solltet ihr mit Dul Groshuk reden. Mhm. Okay, cool. Lebt wohl. Achso, jetzt haben wir den ganzen Schund bei uns. Es verbessert sich nicht mal. Oh, geil. Haben wir endlich mal Gebrauch für Rattenfleisch. Reicht es jetzt? Ja. Leben entdecken, 21 Fuß für 86 Sekunden. Ich muss gestehen... Ich konnte dem noch nie so wirklich viel abgewinnen, diese Tränke die ganze Zeit zu sich zu nehmen, aber wir werden sehen, ob es brauchen oder nicht. Oh, wer ist er denn? Sprecht. Adamus Philida. Gibt es ein Problem? Nein, erzählt. Wir werden sehen. Der ist sicher witzig. Der dagegen witzig. Ist mein Leben öde und er. Was für ein. Der war gut. Spart okay, also die beiden sind wieder wichtig. Das passt. Hier ist in Ordnung. Nicht? Was für. Meine Güte, was ihr weder meine Güte. Und so arbeiten wir uns da einfach hoch. Weder meine Güte, was für ein ihr versucht, welche Abenteuer, wie ich euch beneide. Das reicht mir. Schon ist er nämlich ein Stück weit gesprächiger. Es ist eine wunderbare Stadt und ich bin stolz darauf, ihr seit 40 Jahren zu dienen. Aber jetzt ist es Zeit, sich zurückzuziehen und den jungen Leuten das Feld zu überlassen. 40 Jahre als Hauptmann, was der an Kohle gemacht hat. Gibt's irgendwelche Gerüchte? Kaiser wurden auch früher schon ermordet, aber dieses Mal, ich weiß nicht, irgendwie ist es anders. Merkt ihr es nicht? Ein Schatten ist über ganz Tamriel gefallen. Dafür, dass wir gerade erst die Kaiserstadt verlassen haben, hat es sich sehr schnell rumgesprochen. Geht weiter. Okay, ab zur Bastion.
recht. Das ist der Kerkermeister. Da komme ich nicht durch. Ein Schlüssel. Hi. Sprecht, Bürger. Ich bin ganz gut. Selbes Spiel nochmal. Ich faszinier. Versuch. Verzeiht, okay, das ist interessant. Der hat jetzt nämlich hier zweimal schlecht. Das machen wir so, so, so. Verzeiht, dass wir hier die schlechtesten zwei bekommen, an den beiden, und dann hier die, also die, das mögliche Maximum dagegen halt. Diese Runde Hauptsache hier versucht, ist immer das, der das niedrigste. Ist komisch. Ich kann nicht, was für, verzeiht, ihr habt meine Bewunderung, sehr beeindruckend. So, was gibt's für, Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt kündigt der Prophet das Ende der Welt an. Ah ja, mal wieder das Ende der Welt. Ich würde gerne einen Gefangenen besuchen. Sicherlich. Ich schließe die Tür für euch auf. Ich würde gerne meine Natürlich eigene... muss ich mit euch hineingehen. Natürlich. Ich würde gerne meine eigene Zelle besuchen. Oh, oh, wird es schön, dem Kollegen das unter die Nase zu reiben. Dankeschön. Wo ist er denn? Wo ist er, unser dunkelelfischer Freund? Morgan. Was ist los? Nichts. Los bist jetzt. Du? Claudius Arcadia. Ich wünschte den Mord an einer Person. Na und? Ich betete zur Mutter der Nacht. Was soll's? Ist das etwa ein Verbrechen? Die Schweine nahmen mir sogar mein Haus weg. Ich wünschte... Okay, er hat anscheinend irgendein Ritual mit einer Mutter der Nacht gemacht und wer auch immer das ist, klingt nach einer Puffbesitzerin. Moin, Freunde. Nutzt... Na, egal. Hey, wo ist denn unser? Das ist ja... Ist das ein anderer Zellentrakt hier? Es muss ein anderer Zellentrakt sein. Unser Freund ist ja gar nicht hier, oder haben sie den mittlerweile umgebracht? Schade, Freunde. Naja, ich danke euch. Sprecht. Ich höre euch zu, Bürger. Okay. Wir müssen in den nächsten Bereich. Wir müssen, wie gesagt, wir brauchen irgendwie ein Zuhause, zu dem wir immer zurückkehren können. Das heißt, wir müssen jemanden finden, der uns in der Kaiserstadt ein Haus verkauft. Weil das weiß ich, dass es noch geht. Ich weiß bloß nicht mehr genau wie. Oh, es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist einfach schön. Was ist denn der erste Bereich, den wir betreten? Der Marktbezirk. Elfengartenbezirk, Talosplatz. Ja, wir sollten schon schauen, dass wir mit so vielen Leuten wie möglich reden. Aber ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht alles irgendwie gleich machen. Die Hauptquest, ihr kennt's. Ihr kennt's sicher auch. Wer macht am Anfang die Hauptquest? So. Du machst immer erst die Nebenquests. Schauen wir mal, was hier so geht. Hallo! Hallo! Moin! Kann ich euch helfen? Jin Wulm. Boah, irgendwie ist es doch frustrierend, oder? Dass ich das die ganze Zeit verdecke. Ich weiß nicht. Jin Wulm heißt er. Hier. Ich schieb mein Gesicht weiter in die Mitte. Aber dann verdecke ich den Text, den er sagt. Es ist... Egal wo man ist, es ist kacke. Ich lese euch den Namen einfach immer vor. Jin Wulm. Varnado und Maro Rufus, die verstehen sich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich mache nur Rüstungen und halte sie in Schuss. Ah ja, vielleicht sollten wir zuerst... sehen. Hier. Wie niedlich. Wohl, ihr seid... Oh, der ist klasse. Das ist wirklich... Das ist... Wohl, wie niedlich. Der, ihr seid... Wohl kaum. Falls ihr Fragen zu diesem Minigame habt, haut sie raus. Es ist, denke ich, aber kaum. Das ist ja lieb. Sehr intuitiv. Verstehe.
Was gibt's für Gerüchte? Die Kämpfergilde sucht neue Rekruten. Da kann man gutes Geld machen, wenn man genügend Mumm hat. Okay. Klingt interessant. Schönen Tag. Ebenfalls. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein paar Sachen verkaufen. Wir müssen ein bisschen Geld machen. Pilze. Immerhin haben wir schon mal einen Freund gefunden. Jin Wulm, ein Argonia. Gerade finde ich am Anfang ist es irgendwie schwierig, Fuß zu fassen. Ich gehe da gerade einfach rein, weil es mich interessiert. Was ist da drin? So kommt man auch von Viertel zu Viertel. Spannend. Okay. Ich finde auch, die Ladezeiten sind ziemlich kommod eigentlich. Die kann man überstehen. So. Was ist los? Nix. Ich suche... Wer ist das? Sprecht. Audens Avidius. Was ist das Problem? Nix. Wir werden sehen. Bitte, ihr sollt... Spart eine tolle Geschichte. Oh nein. Oh, gar nicht witzig. Ich... Hier... Bäh, das ist widerlich. Habe ich es jetzt falsch schon gemacht? Oh, bitte. Ich Idiot. Das ist ein... Ihr macht mir keine Angst. Gute Arbeit. Gar nicht. Ihr... Bitte. Da werde ich ja rot. Gar nicht. Ich wünschte, ich könnte... Bitte. Hä? Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich mache es immer falsch rum. Ihr ich treppe... Ihr macht... Bemerkenswert. Mein... Ihr... Spart euch eure Worte. Spart... Mein... Bemerkenswert. In Ordnung. Ist immer gut, sich bei den Hauptmännern hier ein bisschen beliebt zu machen. Wenn die Stadt still ist, dann sind die Menschen zufrieden. Verstanden? Wenn ihr Lärm mögt, dann seid ihr hier falsch. Okay. Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und jetzt kündigt der Prophet das Ende der Welt an. Mhm. Ja, anscheinend ist in Anvil irgendwas passiert. Anvil müsste hier unten liegen. Quatsch, Anvil, hier. Mhm. Geht weiter. Okay. Okay, wir haben die Zauber, die sind nicht schlimm. Wir haben diesen Eisenschlüssel, wo ich immer noch nicht genau weiß, wofür der ist. Kleiner Seelenstein, Bärenpelz. Die würde ich ganz gern behalten, aber so den Silberkelch, Stoff, Silbervase. Aber die, also die, sag ich mal, wertvollen Gegenstände würde ich gern behalten. Hier können wir die Flachstunika weghauen. Der Letzte, der heute den Rappenkurier liest. Den Rappenkurier? Jeder braucht den Rappenkurier. Nehmt euch einen Rappenkurier. Die einzigen wahren Nachrichten. Sonderbericht über den Graufuchs. Ihr ein Rappenkurier. Identität des Graufuchses enthüllt. Okay. Tut mir leid. Nur ein Exemplar des Rappenkuriers pro Kunde. Zieht's aber wahr aus. Spart euch eure... Oh nein, gar nicht mit... Bemerkenswert. Das war jetzt eigentlich dumm von mir. Eine tolle... Ihr solltet euch... Ah, bitte. Dass ich mit dem Höchsten einsteige, wisst ihr? Mein, eine Normal geht man eine Runde... Das ist widerlich. Mit dem Niedrigsten, dann hast du auch am wenigsten das Impact. Das reicht mir. Erzählt mir was über die Kaiserstadt. Es wäre perfekt, wenn die Wache endlich diese verdammte Diebesgilde unter Kontrolle bringen könnte. In Anvil oder Brumar gibt es dieses Problem nicht. Okay. Diebesgilde. Zum Glück gibt es den Rappenkurier. Ich wüsste nicht, wie wir sonst an unsere Nachrichten kommen sollten. Ja, danke dir. Seht euch vor. Graufuchs-Mythos. The Black Horse Courier. Der Rappenkurier. Der Graufuchs, Mensch oder Mythos? Steckt eine sogenannte Diebesgilde hinter all den Diebstählen in der Kaiserstadt? Hauptmann Hieronymus Lex von der kaiserlichen Wache scheint dies zu glauben. Auf Fragen nach der Diebesgilde und ihrem sagenhaften Anführer, dem Graufuchs, sagte der Hauptmann äußerst nachdrücklich, dieser eine Mann ist verantwortlich für alle Verbrechen in der Stadt. Der tatkräftige und hartnäckige Hauptmann Lex hat sich daher der Aufgabe verschrieben, diese maskierte Bedrohung festzunehmen. Zu diesem Thema befragt hatte Adamus Philida, Legionskommandant und unmittelbarer Vorgesetzter von Hauptmann Lex, Folgendes zu sagen. Lächerlich. Der Graufuchs ist schlicht ein Märchen. So etwas wie eine Diebesgilde gibt es nicht und hat es nie gegeben. Schon seit Jahrhunderten kursieren Geschichten über einen unaufhaltsamen Dieb namens Graufuchs in der Kaiserstadt. Die Legenden behaupten, dass er sich nach Belieben
unsichtbar machen, auf Mausgröße schrumpfen, sich in Nebel verwandeln und unter verschlossenen Türen durchsickern, sowie alle möglichen anderen wirklich unglaublichen Taten vollbringen könne. Selbst wenn nur die Hälfte dieser Geschichten wahr ist, wird Hauptmann Lex alle Hände voll zu tun haben, den Graufuchs zu fangen. Graufuchs enttarnt. The Black Horse Courier? Graufuchs entlarvt. Vlanarus Quintschall gestand vor kurzem, der berüchtigte Dieb der Graufuchs zu sein. Beim Verhör durch die kaiserliche Wache gab er außerdem an, er sei die Reinkarnation Tiber Septims, das Kind der Liebe von Fürst Stenda, ein Wehrhai und die Mutter von Hieronymus Lex zu sein. Erst nachdem er eine Nacht in den kaiserlichen Gefängnissen verbracht hatte, entdeckt man, dass Vlanarus kurze Zeit vorher eine beinahe tödliche Dosis Skooma zu sich genommen hatte. So ist wie Heroin. Vlanarus ist nun wieder daheim und erholt sich von der Gastfreundlichkeit der kaiserlichen Wache und all der Aufmerksamkeit, die man ihm während des Verhörs geschenkt hat. Er vermutet, dass er in ein oder zwei Monaten wieder arbeiten kann, solange er nicht laufen und nichts heben muss, das schwerer ist als ein Bierkrug. Der ehemalige Dockarbeiter hat einen feierlichen Eid geschworen, nie wieder mit Skooma herumzuspielen und warnte alle, sich von der Orum-Bande fernzuhalten. Richtiges Clickbait. Der Graufuchs, Alter. Das ist eigentlich die Bildzeitung von Cyrodiil. Oder von der Kaiserstadt. Graufuchs entlarvt. So ein Quatsch. Eine Diebes. Das klingt interessant. Herberge zum Kaufmann. Das ist eine Herberge. Ich brauche so eine Art Rappenkurier. Wir werden Stück für Stück die Leute kennenlernen. Drei Brüder Handelswaren. Das klingt nach so einem Gemischtwarenhändler. Wir werden Stück für Stück mit allen reden. Aber wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht überladen und nur mit Leuten quatschen. Wisst ihr? Guten Tag. Aber bei denen, die wir schon kennenlernen, würde ich mir gerne Mühe geben. Einfach um, damit wir uns gleich mal einen guten Ruf machen. Und das wird uns auch viele Türen öffnen, auf Dauer. Wer seid ihr? Sergius Verus. Tertullian, Sergius und Cicero. Die drei Verus-Brüder. Ich bin Sergius. Freut mich, euch kennenzulernen. Erstmal würde ich euch gerne besser kennenlernen. Versucht. Oh, nichts okay. Als leere Worte. Oben und unten ist schlecht. Oh, das ist ihr eine tolle Geschichte. Hier, das ist ihr Bra... Wirklich? Interessant. In Ordnung. Ich verstehe. Lasst uns erstmal ein bisschen smalltalken. Was wisst ihr über die Kaiserstadt? Der Rappenkurier wird von drei Khajiit-Brüdern geleitet. Sie kaufen mit kaiserlicher Finanzierung Nachrichten von Freischaffenden auf und verteilen die Zeitungen umsonst. Mhm. Okay. Was gibt's für ein Das Tiber Septim Hotel ist eine gute Absteige, aber nicht billig. Okay. Kommen wir zum Geschäft. Moin, Rüstung auflösen, Waffe... Alter, was hat er für ein Ding da? That's what she said. Feilschen. Oh, man kann da feilschen. Okay, Freunde. Da muss ich selber erstmal reinschnuppern. Schnell speichern. Da muss ich selber erstmal reinschnuppern. Seht euch nur um. Ihr müsst mir schon ein besser. 180. Ein exzellent. Ihr müsst mir schon ein. Das macht er nicht. Ein gutes Geschäft. Das ist mehr. Das ist viel mehr. 172, okay. Vielen Dank. Das können wir jetzt Was kann ich für Okay, pass auf, wir probieren kurz was. Ich will kurz kann was probieren. Etwas also wir können ihn auf 172 stellen. Buying items at... Also für 172 des Kaufpreises und Selling items für 49. Okay, Value. Bei wie viel? 48 mag er uns. Ein Tunika? Warum sind die unterschiedlich wertvoll? Egal. Ein gutes. Das Lederschild behalte ich erstmal.
Okay, die haben aber immer nicht an Wert verloren. Passt. Mag der uns jetzt mehr? Nee. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Gerne. Wiedersehen. Und jetzt will ich was probieren? Bitte fahrt fort. Wir verkaufen nur vom... Okay, das bleibt bestehen. Ja, Freunde, dann nutzen wir das Verhalten doch tatsächlich. Ich hatte jetzt gerade überlegt, wie wir das am besten nutzen. Ob ich quasi immer speichere, dann falsche, schau, was der beste Preis ist und dann lade. Ist halt auch ein bisschen lame. Sollen wir einfach vor uns hin falschen und manchmal klappt's und manchmal nicht und im schlimmsten Fall verlieren wir halt ein bisschen Beliebtheit. Aber sonst finde ich es ein bisschen langweilig, oder? Okay, bisher haben wir noch nicht viel mit... Oh, es ist Nacht. Hi. Wie kann ich euch behilflich sein? Gerade gar nicht. Tragen immer noch so viel. Wir haben halt einen Sack voll Getränke, ja. Haben wir irgendwo eine Uhrzeit? Nachmittags. Ich schau mal, ob ich ihm noch ein paar Tränke verkaufen kann. Ja? Kommen wir zum Geschäft. Ich habe einen Zauber dafür. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Infrasion. Was ist denn Infrasion? Kann's auch nicht erkennen. Weird. Ja, ich werde. Jetzt merke ich gerade, hin und wieder kriege ich so einen Hitzewall. Da merke ich eigentlich, wie heiß es hier drin ist, ey. Okay. Zum Futterdrog. Wahrscheinlich wäre es klug, am ehesten in die Ding zu gehen, oder? In die Kneipe. Herberge zum Kaufmann. Da sind doch meistens Menschen. Die mit einem reden wollen. Morgen. Ich weiß nicht, ob ich euch helfen kann, aber ich werde es versuchen. Alles gut, ich sehe mich gerade nur um. Seid gegrüßt. Edgars Sparzauber. Ginwullen. Göttliche Eleganz. Irene Metrik, die... Ja, die Frau hat gute Laune, du. Mystisches Warenhaus. Slash and Smash. Hauen und Stechen. The Gilded Karaffe. Die beste Verteidigung. Und die Schenke zum König und der Amt für kaiserlichen Handel. Amt für kaiserlichen Handel. Das klingt doch nach einem Ort, wo man eventuell was... Morgen. Hallo. Ich darf hier noch Zeit... Oh, ich habe da keine Zeit mehr dafür. Eieiei, Freunde. Ist jetzt ja knapp, ein bisschen zu früh eigentlich, aber ich würde mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder bei The Elder Scrolls 4 Oblivion. Ich freue mich sehr drauf. Wir sind in der Kaiserstadt angekommen, haben erste Leute kennengelernt und ja. Ich bin gespannt, ob wir schnell zu einem kleinen Eigenheim finden, bevor wir aufbrechen und natürlich das Amulett abgeben müssen. Ich freue mich da sehr drauf. Haut mir bis dann rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.